So, die Hochsommerstimmung, die lassen wir uns aber natürlich trotzdem noch nicht vermiesen. Unsere blond nachgefragte Reporterin Konstanze Polaschek sollte eigentlich die Sonne noch mal auf ihre Art einfangen. Hat sie auch. Typisch Konstanze eben. Ja, ich weiß schon. Ihr wollt so ein richtig klassisches Fernsehsommerstück, ne? Mit viel Sonne und so. Mit planschenden Kindern. Die Eis essen. Alle voll happy. Oh, das Wetter ist wunderschön. Ist toll. Einfach toll. Es ist herrlich. Und eine Reporterin im Bikini. So, jetzt kommen wir mal auf den Boden der Tatsachen zurück, ja? Freunde, wir haben Mitte September, ja? Was kommt da jetzt auf uns zu? Und was gibt's da schon wieder im Supermarkt? Ich bring's euch schon bei. Jetzt ist er bald weg, der Sommer, ne? Bitte, was war das? Du bist auch froh, wenn das endlich rum ist, oder? Wie? Es dauert ja noch bis nächste Woche wahrscheinlich. Nö. Der ist schneller weg, als man denkt. Rat mal wann? Donnerstag? Morgen ist vorbei. Schade. Morgen ist der Sommer vorbei. Schade. Was ist vorbei, der? Schönen Herbst, der Sommer. Ich sag nur das Wort Temperatur. Sturz. Temperatur. Sturz. Absturz. Absturz, möchte man fast sagen. Temperatursturz um mindestens 3 Grad. Ach ja. Oh mein Gott. Und der kommt. Der kommt. Wintersachen rausholen. Viel Regen. Da können wir nichts dran ändern. Viel Regen. Nein. Hagel. Sturm. Nein, das muss nicht sein. Ich möchte Ihnen gerne was anbieten, worauf Sie sonst noch viele Wochen und Monate warten müssten. Na, du bist aber neugierig. Ach nee. Lecker Spekulatius. Ja, nee. Dominosteinchen. Ja. Habt ihr das Geräusch gehört beim Reinbeißen? Mm. Oh. Fleisch. Wow, super. Den auch noch. Schmeckt ja gut. Ich würde Ihnen den gerne einfrieren. Ist das mit Hand gemacht? Das ist alles mit Hand gemacht und aus der Plastiktüte befreit. Jetzt stellen Sie sich mal vor, bei 30 Grad ein prasselndes Kaminfeuer. Ich mal. Das ist frisch. Sie und Ihre Frau auf dem Bärenfell. Nehmen wir dir die Vorzeile. Ist das wegen mir oder wegen der Sonne? Hörst du die Musik? Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnacht und guten Rutsch. Ich hoffe echt, ich habe euch jetzt nicht den tollen Sommertag vermiest. Das wäre total blöd, weil der Sommer bleibt ja nicht mehr so lang. Hm? Lebküchlein. Ja, dass es Mitte September auch ganz anders aussehen kann, das zeigt ein Blick ins Archiv. Heute vor genau 20 Jahren der erste Schnee auf dem Feldberg. Schneeschippen statt Sonnenbaden, da wären Lebkuchen und Dominosteine bestimmt noch ein bisschen besser angekommen.